Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie. Heute möchte ich euch etwas über den Begriff teuer und billig im Klavier erzählen. Um was es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr nach diesem kleinen Intro. Maiwald. Klaviere und Flügel. Da bin ich wieder. Also, es geht heute um teuer oder billig. Es geht nicht um teuer oder preiswert oder um hochpreisig und günstig, sondern um teuer oder billig. Wer teuer einkauft, oder ich nenne es anders, es gibt ein Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Das kann sehr oft wahr sein, ist aber nicht der Kern der Geschichte. Wenn ihr euch hier bei uns im Laden umseht, wir haben zum Beispiel überhaupt keine alten, überholten Klaviere mehr. Es ist einfach so, dass die 99% aller Klaviere, die 80, 90, 100 Jahre alt sind, eine Überholung benötigen, die in der Regel zwischen 7.000 und 10.000 Euro kosten, dann sprechen wir nicht mehr von einem billigen Klavier. Ja, also es gibt Leute, die bieten alte Klaviere für 800 oder für 1.000 Euro an, auch Händler. Wie machen die das, wenn ein Klaviertransport schon 150 Euro kostet? 150 Euro das Klavier abholen? Selbst wenn der Händler es geschenkt bekommt, 150 Euro fürs Wegbringen und dann bleiben noch 500 Euro als Kaufpreis übrig, das ist irgendwie wenig realistisch und wird am Ende dem Klavierspieler auch nicht viel Freude bringen. Im Grundsatz ist es so, es gibt preiswerte Klaviere, die von einer gewissen Qualität sind, wo man sagen kann, die kann man 20, 30 Jahre benutzen, was im Bereich Klavier ja wirklich eine lange, lange Zeit sind. Und wenn man, mein Großvater zum Beispiel, der Klavierlehrer, Geigenlehrer und Klavierstimmer war, der hat sich damals bei der Firma Ebel und Sohn in Unna, es gab in Unna eine Klavierfabrik, ein Ebel und Sohn Klavier gekauft und das auf Raten bezahlt. Da hat so ein Klavier, ich sag mal, ich weiß es nicht ganz genau, 500 Mark gekostet. Das konnte der in irgendwelchen Raten zu 5 oder 10 Mark abbezahlen. In der gleichen Zeit hat aber ein Stein-WK-Klavier 2.500 oder 3.000 Mark gekostet. Das heißt, das Ebel und Sohn hat da 6-mal reingepasst. Mein Großvater konnte sich kein Steinweg-Klavier leisten, also hat er sich ein günstiges Ebel und Sohn Klavier gekauft. Diese Ebel und Sohn Klaviere, die jetzt meistens 100 Jahre alt sind, haben dann ihre Grenzen erreicht. Klaviere sind nicht wie Geigen, das heißt, sie verschleißen, sie verbrauchen sich stark, die Resonanzböden ermüden und bei den günstigen Klavieren findet man auch eine sehr günstige Holz- und Materialauswahl. Das heißt, Kiefern mit großen Astlöchern, etwas, was man bei Steinway natürlich auch nie finden würde. Und deswegen kann man unterscheiden, wenn man zum Beispiel heute ein preiswertes chinesisches Klavier kauft, kann es für den Anfänger immer noch ausreichend und gut sein. Wenn man ein jüngeres deutsches gebrauchtes Klavier kauft, wie zum Beispiel dieses wundervolle Ibach-Klavier, was tadellos schön ist, perfekt erhalten, heile, kann man ein ganzes Leben lang drauf Klavier spielen. Von billig sollte man am Ende aber immer die Finger lassen, weil das fällt einem in der Regel auf die Füße. Das sind Klaviere, da sind die Stimmnägel mit irgendwelchen Harzen festgeklebt. Da sind, ach, die verrücktesten Sachen wurden da schon gemacht. Deswegen überlegt immer gut, was ihr macht. Wollt ihr selber privat ein preiswertes Klavier irgendwo kaufen oder euch schenken lassen? In der Umgebung von 50 Kilometern hier kommen wir für 70, 80 Euro raus, gucken uns das Klavier an und sagen euch, was mit dem Klavier los ist. So wird es in ganz Deutschland überall Klavierbauer, seriöse Klavierbauer geben, die das für euch auch machen. Und
dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass ihr in einem bestimmten Preisrahmen oder Preisspektrum ein Klavier findet, was nicht ein völliger Schrotthaufen ist. Also Augen auf beim Gebrauchtklavierkauf, und billig ist immer die schlechteste Lösung. Preiswert ist okay, ist nichts gegen zu sagen. Fachhändler, wirklich vernünftige Fachhändler, und dann fahrt ihr damit richtig. Zum Thema teuer gibt es natürlich auch was zu sagen. Teuer liegt, wie mein Bruder immer sagt, im Auge des Betrachters. Wir haben überholte Steinways verkauft vor Jahren. 25.000 Mark. Einen alten, 100 Jahre alten Steinway B mit 85 Tasten. An jemanden, der hat wirklich sein ganzes Geld zusammengekratzt. Für den war der Flügel wirklich sicherlich teuer. Wir haben nagelneue Steinway B Spirio R verkauft für 184.000 Euro. Da spielt Geld gar keine Rolle. Es gibt heute Sondermodelle von Steinway. Ein B Spirio R in einer Holzausführung als Limited Edition, als Masterpiece, geht bis 300.000 Euro. Oder der von Lang Lang kreierte Black Diamond als Modell D mit Spirio für 500.000 Euro. Teuer sind keine Grenzen gesetzt. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass man im Bereich teuer, wenn es sich um junge, hochwertige Markeninstrumente handelt, kaum oder wenig falsch machen kann, wenn die Sachen von Fachhändlern kommen und nicht aus dubiosen Garagen verkauft werden, kann man mit teuer kaum was falsch machen. Und sicherlich wird auch jeder versierte Fachhändler euch dementsprechend Zertifikate mitgeben, die bestätigen, was für ein Instrument es ihr gekauft habt, sei es Steinway, Bechstein, Bösendorfer, was weiß ich, wie alt es ist, aus wievielter Hand es kommt, eine Zustandsbeschreibung dazu. Das machen wir auch bei all unseren gebrauchten Instrumenten. Und bei den neuen könnt ihr sowieso gerade im hochwertigen Bereich von einer 5-jährigen Herstellergarantie ausgehen. Teuer ist also wesentlich einfacher, wenn auch teurer, als billig. Ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick gegeben. Auch die Geschichte von meinem Großvater, es ist wirklich eine reelle und eine tatsächliche Geschichte. Leider haben wir dieses Klavier nicht mehr, das hätten wir sehr gerne behalten, auch wenn es jetzt wirklich der Zahn der Zeit geschafft hätte. Vergleichbare Steinweg-Klaviere aus der Zeit würden wir immer restaurieren. Die sind meistens eine hervorragende Überholungsgrundlage, aber auch davon gibt es am Markt relativ wenig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert gerne unseren Kanal. Für alle Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung unter der 02307 12 12 5. Tschüss!